Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's der Black und wir sind ja hier im, wie hieß das Museum hier? Museum der Hexerei, ne? Da sind wir jetzt reingegangen und schauen mal, ob wir hier irgendwo was finden, was uns... Ich hab Angst. Da oben rennt irgendwas rum, was vielleicht... Was zum Teufel ist da oben? Keine Ahnung. Übrigens, hier sieht alles, hört sich alles gerade ein bisschen laut an. Kann das sein? Es gab nämlich mal wieder ein Update. Und es kann sein, dass da irgendwo Stimme ist voll, Musik ist... Effekte. Ich mach das mal so hier. So. Escape, zurück. Speichern. Okay. Schauen wir mal. So, Werkzeug entspeichern. Du kannst dann später gucken, was da oben ist. Ich muss erstmal hier. Ist wichtiger, ne? Ist wichtiger. Viel wichtiger. Mann, verdammt. So, also normal. Weil übrigens nur eine ganz kurze Aufnahme von einer Folge und so. Ich habe einfach verpennt aufzunehmen. Und die wird heute gebraucht. Und dann muss ich ganz schnell mal machen und so. So, hopp. Nicht, dass wieder jemand meckert. Ah, Folge ist nicht da. Ne, was heißt gemeckert? Also nachgefragt haben schon ein paar. Freut mich nämlich, dass wenn wirklich die Folgen aktiv geschaut werden. Verdammt. Oh Mann. Hast du mal kurz eine Minute Zeit, Blue? Ja, ich bin eigentlich gerade beschäftigt, aber... Na, was hast du denn? Na klar doch. Es ist nur, was du wegen Ned gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Ich werde nicht entscheiden, was aus Ned werden soll. Das wird sie ganz alleine selbst herausfinden. Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Ned und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Ach, Quatsch. Ja, aber ich mag deine Art von Neugier. Da bist du die Ausnahme. Viele Freunde habe ich mir mit dem Beruf nicht gemacht. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach falsch liefen. Als Ned und ich nach Diamond City kamen, lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Infrastruktur. Vor ein Loch in der Außenmauer hat man einfach ein Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal! Mehr nicht! Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Naja, das ist ja schon was, aber ein Bücherregal, also ich sag mal so, für eine Stadt, die eigentlich so auf ihre Sicherheit bedacht ist, naja. Im Ernst? Ein Bücherregal? Nicht mal ein wenig Absperrband? Nein, aber jetzt sieht man nicht mal mehr, wo das Loch war. Steine, echter Mörtel, komplett dicht, dank der Zeitung. Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper, der Freundin und Vertrauten, zu Piper, der neugierigen Schnifflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Naja. Auf mich kannst du zählen, Piper. Das weiß ich doch. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke für eine Freundschaft, auf die ich zählen kann. Oh, umwerben. Na, mal gucken. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur einer Freundschaft interessiert. Oh, ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt sollte jemand wie du jemanden wie mich wollen? Ich kenne deine schlechten Seiten, würde wohl nicht funktionieren. Ich glaube, jetzt habe ich, ich wollte eigentlich nur mal gucken, verdammt. Schwer zu glauben. Perfekt für mich, ne, komm. Wenn, dann ziehen wir es auch durch. Du musst gar nicht makellos sein, Piper. Für mich bist du perfekt. Perfekt, was? Das höre ich zum ersten Mal. Also, also ich finde, du bist ebenfalls perfekt. Meine Güte, Blue, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe.
Komm schon. Lassen wir die Welt nicht länger warten. Das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Piper. Du hast den Skill Redegewandtheit erhalten. Schön, das freut mich. Kann ich jetzt nur auch mit anderen rummachen oder nur noch mit Piper? Schläfst du, während sich ein Begleiter in der Nähe befindet, mit dem du eine romantische Beziehung führst, erhältst du für bestimmte Zeit Bett? Hey, sag einfach Bescheid. Also auf jeden Fall, ja, sobald ich jetzt ins Bett gehe und Piper dabei ist, wird rumgemacht. Okay, gut zu wissen. So, was haben wir denn hier? Ich denke, ich sollte mich erst einmal auf das komische Viech da oben konzentrieren, bevor ich hier ins Bett... Oh Mann. Ihr wisst schon, dass ich keine Horrorspiele spiele, weil die mir eben... Ich bin einfach ein so leichtes Gemüt. Ich mag sowas eigentlich nicht. Aber... Ein bisschen Horrorfeeling haben die schon hingeschafft hier. Kann man nicht meckern. Museum der Hexerei, das hat mich schon am Anfang ein bisschen irrgendwann gemacht, aber naja, okay. Wenn es doch nur eine Verwendung für mutig. Das Zeug geben würde. Gibt es. Mecker nicht. So, okay, hier waren wir. Da ging nichts. Was haben wir denn hier? Red Egg, Stimpack, aufbereitetes Wasser. Knochen des linken Arms. Oh Mann, 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 Mann. Ich habe ein bisschen Angst. Lalalala. Weil keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Ich hab. Wer ja, an solchen und so. Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Offensichtlich. Nee, der hat sich in die Ecke gestellt und gelernt. Okay. Raus hier. Ich speichere hier 1000 Mal ab. Ihr seht schon. Boah. Oh Mensch! Oh. Mann, ich hasse sowas. Vor allem die Musik dann noch. Wahrscheinlich war der Trigger eher für die Leiche hier gedacht, als statt für die Viecher da hinten. Oh Mann. Das ist gemein. So, Kuluspige, Sonnenbrille. Nicht verrostet. Molotow-Cocktail nehmen wir noch mit. Polizisten-Sonnenbrille. Den Rest lassen wir. Oh Mann. Ich hasse sowas. Manu! Vor allem steigere mich jetzt auch noch richtig rein. Das ist das Schlimme daran. Mann. Na komm, geh. Jetzt, aber okay. Puh, cool. Beruhigungsphase. Kronkorken, Redaway, nehmen wir mit. Ihr Doofköppe hier. Macht das nicht mehr. So. Ich dachte, da ständen zwei und dann auf einmal gemacht das Blüng. So, wir sind jetzt in dem Stockwerk, wo es so geknüppelt hat. La, die Sonne scheint, die Welt ist schön, alles super nett. Ich brauch hier keine Angst haben, denn hier gibt's ganz nette Leute. Raketenwerfer nehme ich mit. Da hau ich ganz schnell auf den Mob, der irgendwie, achso, da war nur die Tür, okay. Der hier irgendwo herumrennt. Guck mal, da steht eine nackte Frau. Jau, jau, jau. Eine nackte Frau. Fallt mal alle um. Ich sehe euch sonst nämlich wieder. So. Die geht nicht. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja, die kann ich nicht umhauen. Jetzt. Nochmal. Okay. Puh. Die hing nur fest. Gott sei Dank. So, was haben wir? Da hinten steht... Oh Mann, ich hasse sowas. Verbranntes Lifestyle-Magazin. So. Lalalala. Hallo, Junge. Fall mal um. Na gut, weiter kommt er nicht. Das war Piper, ne? Ja. Oh. Mann, erschreck mich doch nicht so, Mensch. Das war's dann. Todeskralle. Das war so klar. Inventar. Flammenwerfer. Raketenwerfer. Okay. Jetzt hat sich das mit dem Dings auch erledigt. Alien Blaster Pistole? Nee, wir gehen mal auf den
Wo ist sie denn? Laser Headshot Ballermann. Den will ich auch. Jetzt kann ich auch wieder den Flammen, den Raketenwerfer mal versuchen. Au. Au. Komm schon. Ich werde hier gerade platt gemacht. Ich muss wohl doch den Ballermann. So, und einmal F3. Geh weg, du Viech, geh weg. Lass mich in Ruhe, Aua, Ich hab doch gar nichts gemacht, warum bin ich schon tot? Ui. Ich hab mich ja einem Monster gegenübergestellt, das ich wohl nicht hätte anlegen sollen, mich tun sollen wollen. Warst du der Typ mit dem Flammenwerfer? Ja, muss ich jetzt alles nochmal plündern, okay. Aber wenigstens weiß ich, worum es hier geht. Okay, mit wem ich mich hier anlegen werde. Flammenwerfer, Plasmagranate, Raketenwerfer, okay. F5, nochmal. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und zwar im Notfall Kleidung, Hilfsmittel. Wird schon werden, Ich bin zuversichtlich. Okay, Stimpaks haben wir einen Haufen, Stealth Boys, schmutziges Wasser, ne, genau. Okay. Medics, Metans, Wahrnehmung, Initiative. Nehmen wir einmal das. Jet rein. Okay. Oh. Ja. Ja, genau. Ihr Junge, ich mach hier jemanden platt, der es verdünnt hat. Ich hab das nicht so schnell gehauen. So, Bauch. Au. Die Sau haut aber auch drauf. Das ist nicht mehr feierlich. Oh, oh. Ich sollte wahrscheinlich mal. So. So, hopp. Da hinten ist sie und Kuh. Mist. Nicht jetzt. Ich bin out. Ich bin instant tot, wenn die mich haut. Okay. Ich glaube, ich sollte hier mal fliegen. Ich bin instant tot, wenn die mich nimmt. Das heißt im Klartext, ich krieg die so nicht tot. Wir gehen. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Oh Mann, wo hab ich mich hier drauf eingelassen? Geht, lass mich hier raus. Ich will hier nicht mehr. Vor allem, wie gesagt, ich habe ja schon alles geschluckt, was ich fast alles, was schluckbar war. Du musst es nur sagen. Du kannst dich mit dem Typ da oben anlegen. Hätte ich kein Problem mit. Aber ich glaube, da muss ich jemanden mitnehmen, der ein bisschen mehr aushält. Wo ging es hier raus? Ich will hier raus. Lass mich raus. Treppe hoch will ich da gar nicht. Ich will genau den gegenteiligen Weg. Ach, Piper. So, hier rum. Da. Puh. Okay, Museum der Hexerei. Totenkopftüch. Ich flieh da mal. Weil, wie gesagt, sobald mich das Vieh erwischt und es ist verdammt schnell, bin ich instant tot. Ich muss hier mindestens mit einer Power-Rüstung rein. Und wenn ich noch ein paar Level warte, schade das vielleicht auch nicht unbedingt. Okay, gut zu wissen. Ja, du warst's. Du hier. Du blödes, totes, krallen Viech. Glück fasst zusammen, wie gut das Schicksal es mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern und Qualität der Gegenstände, die du findest. Oh. So. Gleich wieder draußen. Puh. Ah, frische Luft. Alles gut hier. Alles gut. Okay, der geht's wohl nicht so gut. Ist aber egal. Wir sind hier wieder draußen in der Welt und ich denke mal, hier werden wir uns noch jetzt verabschieden, weil die Folge ist ein bisschen kürzer, ich weiß. Aber wie ihr wisst ja, muss ja heute noch hochgeladen werden. Deswegen Dankeschön fürs Einschalten und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.